Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Aufnahme / Ausgabe vom Minecraft Let's Game. Und was sehe ich denn da? Boah, ein Ruckler? Ja, was sehe ich denn da, ein Ruckler? Nein, ich sehe ein Loch hier drinnen im Baugerüst. Muss ich unbedingt zubauen, habe ich bestimmt für später gelassen. Und jetzt ist die Zeit gekommen. Böses Ding, warte mal kurz, ich muss mal noch ein bisschen leiser stellen. Es ist immer ein bisschen zu laut, irgendwie, komischerweise, weiß ich nicht wieso. Ja, unten sieht es auch nicht so schön aus. Ich gehe mal runter. Hopp. Ich hoffe, ich werde jetzt auch nicht sterben. So, da reinbauen. Also ich habe ja so einen Bug gesehen. Ja, Bugs entdeckt man auch manchmal zufälligerweise. Und das ist ein zufälligerweise Bug. So. Super, ich brauche Eichenholz, Bretter. So, sehr schön, da habe ich es auch zugebaut. Jetzt sieht doch alles supi dupi aus. So, was ich mir überlegt habe. Da muss ja das Lager gebaut werden, hatte ich vor. Aber ich habe kein Holz. Ich gehe mal ein bisschen Holz besorgen, danach baue ich weiter. So, ich habe mir überlegt, mit dem Lager... Oh, ich muss ja erstmal in die Hölle, denke ich mal. Also, ich denke, ich gehe erstmal in die Hölle vor dem Lager. Also, in dieser Aufnahme sollte ich in die Hölle reingehen. Ein bisschen Glowstone besorgen, denn ich brauche noch ein bisschen Glowstone, da ich das überall benötige und so weiter und so fort. Und mit dem Lager, ich denke, das Lager... Ich weiß nicht, ob ich es als erstes bauen soll, also... Da ich ja Leder brauche für, wie heißt das, Verzauberungstisch und so, bla 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 bla. Normales Holz brauche ich nicht. Brauche ich ja für Verzauberungstisch Leder, da ich für Bücherregale Bücher brauche und Bücher brauche Leder. Und Leder kriege ich von Kühen. Und das heißt, ich muss mir erstmal eine Tierfarm besorgen. Aber ich weiß nicht so recht, sollte ich erstmal so eine Tierfarm bauen oder... Halt ein Lager, das weiß ich gar nicht. Ich kann mich nicht entscheiden, jetzt ehrlich gesagt. Vielleicht könnt ihr mir dabei bei dieser schwierigen Frage helfen. Also nicht, dass ich irgendwie hier einfach so mal irgendwie euch fragen will. Nein, ich weiß eigentlich wirklich, ich weiß wirklich nicht, was ich als erstes bauen soll. Aber ich denke, ich werde erstmal das mit den Tieren machen. Obwohl das Lager, das brauche ich eigentlich nicht so sehr. Ich habe ja ein Lager... Unten im Höhlenhäuschen da, da habe ich ein Lager. Das Haus, das eigentliche Häuschen muss ich auch noch bauen. Aber das kommt alles nachher, da ich habe ja gerade noch was zum Leben. Also ich habe ja das Höhlenhäuschen, da lebe ich ja gerade drinnen. Also ist ja nicht so, dass ich nichts habe, wo ich leben kann. Nein. Aber ich weiß nicht, ob ich erstmal eine Tierfarm bauen soll oder das Lager. Also... sagt einfach, was ihr so gerne haben wollt, was ich bauen soll. Und wenn ja niemand was schreibt, da ich ja noch wenige Zuschauer habe, schaue ich mal, was ich dann machen werde. Ich weiß wirklich nicht, was ich bauen soll. So, da muss ein normaler Baum hin. Kein Birkenbaum, kein gar nichts, ein normaler Baum. So, da brauche ich doch die normalen Saplings. Da weg damit. So, wie viele? Da, 48 Birken-Saplings. Ja, das geht, das geht. Ist jetzt nicht die Welt, aber es geht. So, normales Holz brauche ich gar nicht. Habe ich eh in Massen. Hier habe ich noch einen Birkenbaum. Den kann ich auch noch abholzen. Holz, 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 Abholz. So, bam. Ah, und gleich geht's auch in die Hölle rein. Da... Wieso holze ich überhaupt hier was ab, wenn ich gleich in die Hölle reingehe? Das weiß ich selber nicht. Keine Ahnung. Ah ja, ich wollte erstmal da weiterbauen, aber ich habe mich jetzt entschieden, in die Hölle reinzugehen. Also ich denke, ich gehe erstmal jetzt in die Hölle gleich rein. Also lege erstmal natürlich das ganze Holz raus, weil wenn ich sterbe, dann ist ja das ganze Holz weg. Aber ich hoffe, dass ich nicht sterbe. Also, ja, die Rüstung ist fast kaputt. Da könnte ich doch sterben, wenn die Rüstung kaputt geht. Das wird dann ein bisschen heavy. Ich nehme mir dann Rüstung schon gecraftete mit, damit, falls sie kaputt geht, damit ich sie schnell anziehen kann. Damit ich sofort geschützt bin. Ja, damit, falls sie kaputt geht, dass ich sie dann sofort auch anziehen kann. Also, damit mich keine Ahnung, Gast dann abknallen kann auf die Schnelle, damit ich immer bereit bin.
Das Diamantschwert, das geht auch langsam leer. Weniger als die Hälfte. Haltbarkeit. Eieiei. Ich sollte noch einen Diamant haben. Ich könnte damit das Diamantschwert reparieren. Ah ja, ich muss mir noch so einen Schmied bauen oder so, wo ich dann meine Sachen reparieren werde und so. Ja. Ich könnte damit das Diamantschwert reparieren. Aber das lohnt sich, denke ich, weniger, als wenn ich ein normales Schwert crafte. Und das dann, ja, halt kaputt machen oder so. Aber die Reparatur kostet halt nur einen Diamanten. Ja, die kostet halt nur einen Diamanten. Und ein Schwert zu craften kostet 2 Diamanten. Ich habe nur einen Diamanten übrig. Deswegen, ich denke, ich werde das gar nicht heilen, das Schwert. Ich werde dann nach dem Höhlengang und nach dem Bau der Tierfarm oder so mal schauen. Werde ich dann auf den neuen, Höllengang, werde ich dann auf einen Höhlengang gehen, ja, auf einen Höhlengang, wo ich mir dann noch ein paar Diamanten besorgen werde, also hoffe ich doch, dass ich dann ein paar Diamanten finden werde, weil da die Höhle, die war eigentlich noch gar nicht fertig, abgeklappert sozusagen, ja, die ging da weiter, nach unten und so weiter, ja, und da muss ich auf jeden Fall nochmal rein und nochmal ran. Da gab es noch was Schönes. So, sammle ich noch die 2 Saplings ein, lege sie mal raus und dann lege ich mal auch die ganzen Sachen raus, die ich so dabei habe. Also Holz und so, lege ich mal raus und gehe dann in die Hölle rein. Mal schauen, wie es dann dort sein wird. Ich hoffe doch, da wird nichts Gefährliches sein. Nicht so wie da so ein Gast da an der Tür. So ein Gast. Ich habe ja noch die Rüstung vom Zuschauer. Da kann ich es ja mitnehmen. Kaching, ein bisschen geklaut. Rüstung geklaut. Okay, ich sollte ein bisschen rauslegen. Die Schrottkiste ist voll scheiße. Eine zweite Kiste bauen. Ja, wieso nicht? Komm, baue ich einfach mal eine zweite Schrottkiste. Komm, muss ich noch ein bisschen Holz craften. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, da crafte ich mir noch eine Schrottkiste. Ja, da hier passt noch eine Schrottkiste. Ja, da kommt noch alles hin. So, den ganzen Schrott raus. Ja, nee, ein bisschen Holz muss ich doch noch mitnehmen, weil ich will ja noch was craften können. So, das sollte reichen. Also, falls ich mir irgendwie neue Werkzeuge craften will. Die Spitzhacken, 3 Stück. Nehme ich auf jeden Fall mit. Eisenschwert raus damit. Eichenholztrappe raus, raus. Alles raus. Schlussverkauf. Redstone muss ich rauslegen unten. Sonst habe ich ja bald keins mehr. Das ist ja mein einziges Redstone, das ich noch übrig habe. Die Kohle nehme ich mal mit. Obwohl ich sie gar nicht brauche. Werkbank. Die Schere lege ich raus. Die Fackeln, die nehme ich auch mal mit. Keine Ahnung wieso. Komm, gehe ich mal nach unten, leg mal noch den restlichen Bull raus, den ich noch dabei habe. Ich habe noch ein bisschen Scheiße dabei. In die Monsterkiste, Knochen, Tintensäcke, diese Säcke. Ich wollte Redstone rauslegen. So, raus mit dem Redstone und ich bin, denke ich, bestens bewaffnet, gerüstet für den großen Höhlengang. So, das dann noch ausrüsten. Und dann soll ich bewaffnet sein, bereit zum Losstolzieren. Ab in die Hölle. Ja, los geht's. Ab in die Hölle. Höhlengang 1 wird begonnen. Ich brauche noch so einen coolen Namen für jetzt den Gang hier. Nee, vielleicht wird auch ein bisschen kürzer. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe ja die große Tour, habe ich ja genannt. Da einmal, wo ich das erste Mal in die Höhle gegangen bin und so. Und jetzt, ja, habe ich keinen Namen mehr. Das muss ich dann auch noch zu Ende bauen. Das darf ich nicht schließen. Sonst kriege ich ein paar Probleme. Ich lasse mal offen. Also, solange ich da drin bin. So, Schwert rauspacken. Nein, nicht so eine fröhliche Musik. Ja, die Musik kommt hin. Komm, mit der Musik gehe ich da mal rein. Und Ladebildschirm schon zu Ende. Gesichert. Location cleared. Okay, alles gesichert. Zwar brennt hier noch ein bisschen, aber es ist Höllenstandard, dass hier Sachen brennen und so weiter. So, ich brauche Glowstone. Da sehe ich Glowstone, das hängt aber ab. Nein, ich muss nochmal zurück. Ich habe kein Cobblestone dabei. Eieiei, das ist das, was ich vergessen habe. Ich gehe nochmal zurück, besorge mir noch ein bisschen Cobblestone, dann komme ich wieder zurück. Weil ohne Cobblestone, das geht ja nicht wirklich. Und
Es gibt ja so ein Sprichwort oder so, oder man, es wird ja so gesagt, falls man wieder zurückkehrt, dass man dann Unglück hat irgendwie oder so, weiß ich. Eventuell werde ich jetzt sterben, wenn ich wieder in die Hölle komme, eieiei, oder da kommt ein Gast, boom. Oh, ich brauche noch ein Feuerzeug, ich weiß nicht, wo das Feuerzeug ist. Ich habe auf jeden Fall noch irgendwo ein Feuerzeug, vielleicht liegt es hier in der Kiste. Da ist das Feuerzeug, fast kaputt, egal. Auf jeden Fall habe ich ein Feuerzeug, also falls das Höllenportal ausgeht, dass ich das dann wieder anmachen kann. Ich hoffe, das funktioniert dann alles. Zack, zack. Komm, das nehme ich mal jetzt mit. Das sollte reichen an Cobblestone. Vielen will ich da auch gar nicht so bauen. Ich sollte mir da noch vielleicht so eine Base bauen. Cobble-Base oder so, Höllen-Base. Was weiß ich was alles. Damit ich da auch sicher spawnen kann so, und dann die ganze Hölle erkunden kann, so mit Gängen und so weiter. Mhm. Dass dann alles so cool ist. Und hier muss ich auf jeden Fall so mit Druckplatten alles ausbauen, da in der Hölle. Und irgendwie spawne ich immer mit der Sicht zur Wand. Das finde ich nicht so toll. Ja, falls ich in die Hölle halt reinkomme. Oh, da habe ich denke ich schon was gebaut, ja. So, da drüben ist, denke ich, gar nichts. Da oben weiß ich nicht. Ich gehe mal dort lang. Da war ich ja schon. Ich gehe mal wieder da lang. Oder ich baue mich rüber. Ich weiß gar nicht. Ich denke, ich baue mich mal nach dort oben. Und check mal die Location ab. Ich denke, ja, ich baue mich mal hoch. Hier hoch, komm, ich baue mich mal hoch und mal gucken, was es dort oben gibt. Vielleicht gibt es was Schönes dort oben. Schaufel weg mit dir, brauch ich nicht. Hopp, hopp, hopp. Kobbel, 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 bam, Gast. Bumm, bin ich tot. Nein, zum Glück nicht. Bin ich nicht tot. Okay, was gibt's denn hier oben? Oh, Pilze. Oh, wow, wow. Pilze, Pilze, Pilze. Also im Real Life mag ich keine Pilze. Jetzt bin ich mal hier ehrlich, gehe ich mal on point, ich mag keine Pilze. Also, ja, es gibt halt Menschen, die mögen halt Pilze, einige nicht. Einige mögen keine Ahnung, Salat! Für mich ist Salat ganz normal. Ich mag es nicht und ich mag es auch gar nicht, keine Ahnung, wie ich es ausdrücken soll. Also, Salat ist für mich normales Essen. Ich hoffe, ich verirre mich jetzt auch nicht. Boah, so, solche Höhen hier. Und ich sehe gar keinen Glowstone gerade. Das ist nicht so toll. Oh, da sehe ich Glowstone. Aber wieder mal an der Decke. Ich gehe mal hier lang. Vielleicht gibt es hier auf dieser Seite was Schönes. Mit so einer fröhlichen Musik. Da muss doch was Gutes jetzt rauskommen. Hoffe ich doch mal. Mhm. Hopp, hopp. Ich habe einen Gast gehört. Einen Gast. Die Gäste machen auch immer solche Geräusche. Mhm. Das sind immer böse Gäste. Alter, was ist da? Was für eine freie Fläche hier. Das ist eine glatte Fläche. Im Vergleich dazu sieht der Pigman wie ein kleines Baby aus. Ein Babyborn. Spielzeugchen. Keine Ahnung, wieso ich jetzt Babyborn mit reingebracht habe. Weiß ich jetzt auch nicht. Digga. Okay, ich muss hier checken, einfach mal hier alles abchecken. Da hoch muss ich, ja. Wenn ich runter gucke, wie sieht's aus? Nicht sehr schön, nicht sehr schön. Sehr tödlich, muss ich sagen. Da nach oben muss ich auf jeden Fall. Da muss ich hochbauen. Also ich kann leider nicht dran vorbeikommen, mich nicht hochzubauen. Ich muss das machen, weil sonst gibt es kein Glowstone für mich. Für Glowstone muss man halt Opfer bringen. Sozusagen. Also nicht mein Leben. Das versuche ich nicht, in Opfer zu bringen. Ja, ich denke, von so einer Höhe, wenn ich jetzt hier runterfalle, bin ich automatisch tot. Eieiei. Oh, nee. Mach ich einen Fehler. So, nochmal hoch. Boah, gerade auch Herzklopfen hier am Start. Hände zittern. Kleinen Finger ein bisschen entspannen lassen. Weil der kleine Finger ist die ganze Zeit auf Shift. Ich muss ja auch zur Seite gerade. Ich habe Angst. Jetzt ohne Scheiße. Egal wie dick die Eier sind, man hat immer Angst. Okay, bald am Glowstone dran. Komm her, Glowstone. Mein Süßer. Nein. Hallo, mein Schatz.
Komm her. Komm. Ja, komm, Glowstone. Ich will dich haben. So weit kann es ja wohl nicht weg sein. Aha. Oh, ich bin fast dran. Ich baue mich mal noch ein bisschen weiter hoch. Oder nee, komm. Ich mache hier so eine Plattform. Oh, fuck. Jetzt ist so gefährlich. Ich mache mir hier so eine Plattform. Boah, kleinen Finger entspannen lassen. Wieder zur Seite. Zack, zack, zack. So, sehr schön. Und jetzt kann ich das Glowstone, denke ich mal, abbauen. Ja, hier sollte es sicher sein. Komm, Glowstone. Ah, zwei Glowstone. Ich denke, ein bisschen geht jetzt daneben. Das wird doof sein. Habe ich es eingesammelt? Sollte eingesammelt haben. Okay, nächstes Glowstone. Ich hoffe, ich sammle auch alles ein. Nix geht daneben. Es sieht danach aus, dass ich alles einsammle. Aber sicher kann man ja sich nie sein. Weil ich höre nicht die ganze Zeit ein Plop-Geräusch. Andauernd. Ja, wenn es auf mich drauf fällt. Okay, gerade gehört. Jetzt komm, Plop-Geräusch. Ich verstehe das Spiel nicht. Das ist irgendwie wieder ein Buggen. Oh, ich bin auch voll hungrig. Gleich fange ich mich an zu verletzen. Am Hunger. Der Hunger. Der ist pieksig, der piekst. Okay, ein Stack schon mal weg. Ich esse mal kurz was. Ich muss mich ein bisschen stärken. So, weiter hier. Ja, Cobblestone verbauen. Okay, fein. Aha. Hier rüber. Abbauen. Hopp. Ja, mit dem Glowstone. I like this. Komm, Glowstone. Weiteres Glowstone. Also jedes Glowstone ist für mich jetzt gut. Okay, jetzt ist es ein bisschen dunkel. Oh, und da ist noch ein bisschen. Da, ja. Ich das ganze Glowstone abgebaut habe. So, 37 Glowstone ist gar nichts. Da sind nicht mal 10 Glowstone-Blöcke. Okay, jetzt hier langsam runter. Jetzt kann man ganz geschillt hier rüber gehen. Okay, da habe ich schon mal abgebaut. Ja, schöne, feine Pigments. Ich greife euch nicht an. Ich bin ein lieber Junge. Ja, ihr seid auch brave Jungs. Brave Jungs. Okay, hier ist nicht so gefährlich abzubauen. Dann baue ich mal dort das Glowstone auch jetzt mal ab. Ich denke, wenn ich hier runterfalle, werde ich nicht hundertprozentig sterben. Ich weiß aber nicht genau. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Hier kann ich das auch einfach so abbauen. Komm, zack, zack, zack. Muss ich keine blöde Plattform bauen, was Zeit kostet. Ich will hier zeiteffizient arbeiten. Ja. Komm. Ja. Ja, sehr fein. Ja, da komme ich nicht ran. Da muss ich ein bisschen. Ich höre einen Gast. Es sieht nicht sehr gut aus für mich. Der Gast erwartet nur. Ah, was für ein Hurensohn! Was für ein Hurensohn, wo ich wusste, dass er kommt. Nein, von beiden Seiten. Sie haben mich umzingelt. Nein. Glowstone, ich rette dich. Nein. Weg hier. Nein, ich bin umzingelt. Weg hier, ganz schnell. Ich habe noch das Glowstone gerettet. Schon ein 64er Stack. Das sind 16 Glowstone, das ist schon mal etwas. Weg hier. Brennendes hier alles. Wo ist der Hurensohn? Der war hier irgendwo. Ich weiß nicht wo. Also das war auf jeden Fall sehr gefährlich. Wäre ich da auf einer Plattform, hätte ich Probleme. Und wäre ich da über der Lava, wäre ich jetzt in der Lava drinnen. Zum Glück war das nicht so gefährlich. Ich habe noch ein halbes Leben verloren. So, meine Rüstung sieht noch ganz okay aus. Also, beziehungsweise ist noch nicht kaputt. Okay, ich muss darüber. Da, ja, gibt es noch viel Glowstone. Gibt es noch viel Glowstone, ja. Okay, da muss ich dann rüber. So eine dramatische Musik kommt jetzt. Da muss ich, das ist Glowstone, noch mehr Glowstone. Da muss ich rüber. Oh, unbedingt rüber. Ich hoffe, hier kommt man auch ganz easy rüber. Sieht danach aus.
dass man hier so easy rüberkommen kann. Okay, alles gesichert. Alles gesichert, okay. Ja, ich sehe es, ich sehe es. So ein kleiner Hurensohn. Egal, komm, spring ich runter. Oh, ich habe von jemandem das Knurren gehört des Bauchs, des Magens. Jemand ist hungrig auf Gehirne. Diese Zombie-Pigments. Zombies. Diese Zombies wollen Gehirne haben. Kriegen aber nicht. So. Na komm, baue ich mich mal hoch. Zack. Meine Spitzhacke hält noch ein bisschen aus. Ich habe ja noch ein paar Spitzhacken vorhanden. Holz habe ich auch. Kann ich mir jederzeit neues craften. Neue Sachen craften. Ja, komm. Hoch. Ja. Hier ist voll viel Glowstone. Naja, hoffe ich doch, dass ich auch hier leicht rankomme. Ja, hier kommt man sehr leicht ran, aber das ist nicht viel. Nur 4 Glowstone-Blöcke zum Abbauen. Leider. Okay. Da drüben sehe ich was Rotes. Ah, nee, doch nicht. Da war einfach nur noch die Map nicht aufgebaut. Boah, wie viel Seelensand. Wow. Digga. Wow, okay, das ist jetzt hier die Lupe, die ich habe von dem Optifine Mod. Oh. Ihr seht das, was ich sehe. Ja, jetzt habe ich sie mal verwendet, die Lupe. Oh, das sah sehr gefährlich aus. Das sieht sehr gefährlich aus da unten. Auf jeden Fall. Okay, so, dann muss ich mich dann rüberbauen zum Glowstone. So, alles ganz sicher bauen. Cobblestone habe ich noch ein bisschen. Falls das ist, kann ich ja hier noch ein bisschen Netherrack abbauen oder Netherstein. Wie heißt das? Netherstein, ja. Nieterstein, wie einige das nennen. Ich nenne es Nether. Ich denke, Nether ist so richtig. Ich weiß gar nicht. Verbessert mich, wenn ich es falsch ausspreche. So. Und gleich kommt noch das Glowstone. Lalalala. Ja, komm. Letztes Cobblestone, denke ich mal. Nee, komm. Noch eine Reihe kommt hin. Da muss noch eine Reihe hin. Zack, ich hoffe, ich verlaufe mich. Ich habe mich nicht schon verlaufen. Also nicht, ich verlaufe mich nicht, sondern ich hoffe, ich habe mich noch nicht verlaufen hier. Es sieht nicht sehr schön aus hier. Also wenn ich mich verlaufe, dann wird es doof sein. So, dann baue ich mich mal hoch. Zack. Oh, ja, ich bin schon ganz oben. Ab, weg damit. Komm, gib mir Glowstone. Nein, was für ein Hurensohn! Ich muss zubauen. Toll. Scheiße. Hat jetzt ein bisschen Glowstone von mir mitgenommen. Scheiße. Ich habe gar nicht gedacht, dass in der Decke auch Lava sein kann. Das habe ich jetzt ehrlich nicht erwartet. So, das da ist bestimmt weg. Nein, doch nicht. Hab super hier alles hingebaut. So, letztes Glowstone hier. Ich habe was gehört. Nee, das war nur Feuer oder so. Ich habe ja Angst die ganze Zeit. So, nein, noch einen Block kann ich abbauen. So, zack. Weil ich habe Angst, dass ich einen Block zu viel abbaue und dann runterfalle. Okay. Oh, schon 264er Stacks Glowstone. Da sind 32 Blöcke. Da ist noch ein bisschen Glowstone. Mann, meine Nase juckt die ganze Zeit. Das ist doof. So, da ist noch ein bisschen Glowstone. Da ist noch ein bisschen. Ich besorge mir erstmal das sichere Glowstone da. Okay, hier sieht es sicher aus. Weil, wenn da ein Loch ist und ich einfach so lalalalalala rübergehe und dann runterfalle, wird es ein bisschen blöd sein. So. So. Ja, fein. Das da baue ich dann auch noch ab und dann gehe ich mal auch zurück. Dann sollte es auch reichen fürs Erste. Wieder mal. Falls ich dann noch mehr brauche, werde ich dann natürlich wieder zurückkehren. Wieder in die böse Hölle. Okay. Einmal runterfallen, bin ich tot. Wie viel habe ich noch? Okay, Cobblestone habe ich noch ein bisschen. Zum Glück habe ich so viel mitgenommen. Ich wollte nur einen Stack mitnehmen. Habe mich doch entschieden, mehr mitzunehmen. Nee, komm. Ich will sicher bauen. Egal, dass ich mehr verbrauche. Ich will sicher bauen. Also ich will mich auf sicherem Boden fortbewegen. Nicht, dass ich noch Shift irgendwie loslasse. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich heute nicht so viel Glück habe. Also ich hatte heute keine Unglücke oder so. Aber
Irgendwie gefällt mir der heutige Tag nicht. Ich weiß auch nicht wieso. Irgendwie. Das kann Gründe haben. Also ich habe ein schlechtes Gefühl heute. Generell, wenn ich in einem Nether bin, habe ich ein schlechtes Gefühl, dass ich sterbe. Das war gefährlich. Schiff drücken. Wobei krabbeln. Location checken. Okay. Da kann ein bisschen Glowstone daneben gehen. Egal. Ein, zwei Glowstone daneben. Oh, ich sehe Magma Cube. Der muss erledigt werden. Der muss auf jeden Fall erledigt werden. Der kann schöne Sachen geben. Der war dort drüben. Ich hoffe, der ist noch da. Da springt er. Ich hoffe, ihr habt ihn auch gesehen, den Magma Cube. Gleich seht ihr, was ein Magma Cube ist. Ich hoffe, der despawnt nicht. Jetzt, solange ich hier das Glowstone abbauen werde. Ich hoffe, die Pigments werden auch nicht böse auf mich, wenn ich den Magma Cube angreife. Ich denke, die werden auch nicht böse, nur wenn ich ihre Freunde angreife. Nur die Pigment-Freunde. So, ja, komm zum Glowstone. So, sehr fein. Komm noch einmal hoch, geht auch. Einer geht noch ein. Zack. Da ein bisschen Glowstone, da ein bisschen Glowstone. Ich liebe Glowstone, weil es so schön leuchtet. Und da baue ich mich mal rüber. Ich höre wieder einen Gast. Na, da ist der Wichser. Das ist jetzt mega gefährlich. So, ich versuche ihn abzuknallen. Treffe ich ihn? Ja, das war sehr fein. Dummer Wichser, du wirst sterben. Der verpisst sich. Er versucht sich zu verpissen. So, komm. Ja, gekillt. Der braucht nur zwei Schüsse. Schade, er hat was gedroppt. Vielleicht auch was Cooles, ich weiß nicht. Komm, schieß ich mal gegen den Boden. Ich spare mal den einen Pfeil dort. Ja. Nein, ein Glowstone daneben gegangen. Ist ja ein Glowstone-Staub, meinte ich. Ist ja nicht so schlimm. Ein Glowstone ist nicht die Welt. Der Gast, der bereitet mir Sorgen. Scheiße weg. Ich habe ja noch mehr Spitzhacken zum Verbrauchen. Ich baue mich noch einmal zur Seite. Boah, ich bin die ganze Zeit am Schiff am Halten. Das ist jetzt mega gefährlich hier. Auch von so einer Höhe zu fallen. Ich habe die ganze Zeit Angst. Einmal unten und dann ist der Tod schon nah. Ey, komm. Ja. Auch abgebaut. Ja, nicht daneben. Oh, yeah. Dance. Danziger. Ja, Gast halt. So, runter hier. Komm. Ja, sehr fein. Das ganze Glowstone einsammeln. Und ich denke, ich habe sogar einen Stack zusammen gekratzt bekommen. Bei diesem Höhlengang. Höllengang. Nicht Höhlen, sondern Höllen. Okay. Wo muss ich hier lang? Da lang muss ich. Wie bin ich eigentlich hier hochgekommen? Ich weiß gar nicht. Ich denke, von da drüben. Ja, von da drüben bin ich hochgekommen. Also gehe ich dann auch hier runter. Hier von der Seite. Langsam. Okay, so, sehr fein. Bin jetzt unten. Jetzt muss ich hier rüber. Dann geht's zum Magma Cube. Boah, jetzt hier auch noch ein bisschen gefährlich. Bloß nicht zu schnell. Ja, ich habe keine Eile. Oder keine große Eile. Ich weiß noch ungefähr, dass ich von dort drüben komme. Da sehe ich das Portal. Okay, ich habe mich nicht verirrt. Ich sehe das Portal. Zum Glück habe ich so eine hohe Range angemacht. Ich kann die Range natürlich noch ein bisschen vergrößern. Aber ich weiß nicht, ob das Spiel dann laggen wird oder so. Okay, ich denke, der Magma Cube ist weg. Schade. Er ist bestimmt irgendwie hier runtergejumpt. In die Lava rein. Also er hat ja keine Angst vor der Lava. Nö, ich sehe keinen Magma Cube. Egal. Hab halt den nicht gefunden. Leider habt ihr ihn dann nicht gesehen. Also die sind selten hier in der Hölle. Generell, also diese ganzen Slimes. Nee, der hieß, denke ich, Magma Slime, oder? Ich denke, der heißt Magma Slime. Nicht Magma Cube, sondern Magma Slime. Und die sind eigentlich selten. Oh, wie bin ich eigentlich hier hochgekommen? Ja, ich denke von dort, ja. Ich komme von hier. Uiuiui, ja, ich komme, denke ich, von hier. So, dann muss ich hier rüber, danach nach links und danach nach unten. Oh, hier ist ein bisschen gefährlich, muss ich aufpassen.
und damit ich hier rauskomme, ja, so eine hoffnungsgebende Musik läuft gerade in der Jukebox, im Radio, in dem Minecraft Let's Game Radio hier am Start. Ja, ich weiß nicht, wie der Song auch heißt. Ich habe keinen zweiten Bildschirm, um den jetzt schnell mal nachzuschauen, wie der Song heißt. Leider habe ich noch keinen zweiten Bildschirm, habe ich mir aber vor, noch irgendwann mal zu holen. Irgendwann mal. Vielleicht kommt ja auch ein zweiter Bildschirm. Und irgendwann mal fange ich dann auch vielleicht zu streamen, also dieses ganze Live-Ding ins Bummens-Zeugchen. Und so zu machen. Ich muss hoch. Mhm. Aber damit dauert es noch ein bisschen. Mit dem ganzen Stream und so. Da brauche ich erstmal eine bessere Internetleitung, nicht solche Bambus-Rohrleitungen. Ich habe ja hier Bambusrohre am Start. Also das geht gar nicht. Oh, wo bin ich? Wo bin ich? Ich habe mich verlaufen. Scheiße. Okay, das ist jetzt nicht sehr fein. Also ich muss hier rüber, hier runter. Ja. Wenn ich hier rüber gehe. Ja. Also sieht nicht sehr schön aus hier. Na, was heißt hier? Sieht hier nicht so schön aus. Komm, ja. Ja, weniger Fallschaden zumindest nehmen jetzt hier. So zack, zack. Damit ich am wenigsten Fallschaden nehme. Weil ich jetzt hier runterjumpen werde. Ah, zwei Herzen. Und ein bisschen die Rüstung kaputt. Ist aber nicht so schlimm. Ich höre einen Gast. Ein Gast will wieder zu Besuch kommen. Okay. Aha. Wow. Wieder Leben verloren. Da ist das Portal. Ich nähere mich langsam ihm. Dem Ausgang aus dieser bösen, bösen Welt. So, hier runter zum Seelensand. Die ganze Zeit Fallschaden nehmen. Ich bin ja irgendwie falsch am Start. Komm, Seelensand, rette mich. So, fein. Okay, bald schon da. Da ist übrigens Kies. Also in der Hölle gibt es auch ein bisschen Kies am Start. Ich geh mal hier hin. Am Pigman vorbei. Ja, so, okay, ja. Ja, bin auf der geraden Fläche nach Hause. Bald zu Hause. Ja. Ich sehe schon. Bam, kommt ein Gast. Boom. Portal explodiert. Boom. Zweiter Gast. Bin umzingelt. Scheiße, ich bin hungrig. Ich heile mich nicht. Hab nur ein halbes Leben. Nimm. So erziele ich mich wieder. Oh. Boah, ja, komm. Jetzt hier raus. Dann komme ich raus. Sind da so 10 Pigments, die auf mich böse sind. Nein, zum Glück nicht.